Ich treffe jetzt gleich die Heidi, und zwar die Heidi Rothe. Die ist General Managerin auf AIDA Nova. Und mal schauen, was die mir alles schon verraten kann. Hallo Heidi. Hallo Franzi. Komm rein in meine Kabine. Nimm Platz, Heidi. Machen wir es uns bequem. Geht's dir gut? Wunderbar, ja. Sehr schön. Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet, womit wir sozusagen einsteigen. Ich weiß gar nicht, heißt das Handtuchfaltkunst? Genau, unsere kleinen Handtuchtiere. Handtuchtiere? Du kannst das bestimmen? Ein bisschen? Ein bisschen, ja. Pass auf, ich mach mal mit. Wir können das zusammen machen. Guck mal her, ich mach mal Machst hier. Du den Unterteil und ich mach den Oberteil, okay. Oder umgedreht. Wir falten ein Dreieck. Ja. Guck mal, du musst so einen kleinen Kreis aussparen. Ich habe das auch so. Kriegen wir den hier rein jetzt? Genau. Du stellst ja als General Managerin die Nova in Dienst, richtig? Genau so ist es. Was muss man denn eigentlich so mitbringen als General Manager? Neben der Schiffserfahrung, die natürlich ganz, ganz wichtig ist, sind soziale Kompetenzen unerlässlich. Mhm. Und dann die Leidenschaft für das, was man tut. Mhm. Das ist das Allerwichtigste, dass man wirklich hinter dem steht, was man macht. Bei euch funktioniert das, finde ich, man sieht schon immer, dass jeder wirklich mit dem Herzen voll dabei ist. Also klar hat man mal auch einen schlechten Tag, aber ich finde, das merkt man wirklich, wenn man auf dem Schiff ist, eigentlich nie bei den Angestellten. Und das finde ich echt so schön, dass es dann als Gast man eben auch nicht spürt. Weil für uns das tatsächlich auch die zweite Familie ist. Mhm. Ne? Wir sitzen nicht nur praktisch, sondern auch so in einem Boot. Und es gibt viele Kollegen, die machen das erste Mal und sind ganz aufgeregt. Und die dann abzuholen und auch diese Begeisterung mitzugeben, das ist so schön, auch zu sehen, wie sich jemand dann entwickelt und da auch was draus macht und das auch in die Welt hinausträgt. Mhm. Auf AIDA Nova nochmal zurückzukommen, worauf freust du dich am meisten? Das ist echt schwer, weil ich habe mir das Schiff angeguckt und es gibt in jedem Deck, in jedem Bereich was, wo ich sage, boah, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ne? Also vom Entertainment und Restaurant zusammen haben wir schon mal die Time Machine, dann das Studio X. Ist ein ganz, ganz neues Entertainment-Projekt, wo wir Fernsehproduktion haben werden. Ich bin total gespannt auf unser neues Burger-Restaurant, die Best Burgers at Sea und auch das Fischrestaurant, die Asia-Ecke. Ich freue mich total auf den Spa-Bereich, weil die sind in jedem Schiff so individuell und das ist zum Abschalten das Beste, was man haben kann. Ne? Einfach mal so einen Tag im Spa, in der Sauna sich verwöhnen lassen. Und das gehört für mich persönlich auch zum Urlaub dazu. Klar, also Wellness finde ich auch gehört immer dazu. Essen und Wellness, ja. Das Beste. Ja, und was ich ganz toll finde, sind auch die Kabinen. Mhm. Also die verschiedenen Kabinenkategorien. Zum Beispiel? Ja, und das macht so viel Spaß, das Schiff zu entdecken und jetzt schon so ein bisschen zu gucken, okay, wie wird das aussehen, wie kann man da dem Bereich auch Leben einhauchen, weil darauf wird es natürlich drauf ankommen. Das ist unheimlich spannend, ja. Ich habe noch eine kleine Überraschung, und zwar haben die Kollegen, wir wissen nicht welche, wir haben keinen Namen bekommen, einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt und die nur dich betreffen. Wohin geht deine nächste Reise, bevor du wieder an Bord gehst? Ich werde loslaufen. Und zwar werde ich pilgern diesmal. Von Lissabon nach Santiago mit Rucksack und allem, wie es dazugehört. Und auf über 600 Kilometern Kraft schöpfen und meine Beine trainieren. Ich glaube, das kann ich für AIDA Nova auch gebrauchen. Das glaube ich auch. Wie lange dauert so eine Reise? Ja, guten Monat. Okay, dann musst du eigentlich schon morgen loswandern, oder? Übermorgen. Siehst du? Ich habe mal so durchgerechnet, weil du wirst bald gebraucht. Ohne was gehst du nie an Bord? Das, was man mitbringen muss, ist ja sowieso gesetzt. Und dazu habe ich immer einen kleinen Glücksbringer. Und das ist mein kleiner Stoffhund. Okay, der liegt dann am Bett abends. Ja. So. Für einen Tag unsichtbar an Bord, was machst du? Ich glaube, ich würde einfach mal so in die Bereiche wirklich unsichtbar schauen. Und mich auch zwischen die Gäste in die Restaurants mitsetzen, ins Theatrium setzen. Bisschen spionieren. Ja, ein bisschen gucken. womit können dich andere auf die Palme bringen? Desinteresse, Unehrlichkeit und unmotiviert sein. Und aber das kommt bei deinem tollen Team ja nicht vor.
Das hoffe ich nicht. Okay. Wo fühlst du dich zu Hause? Auf dem Meer. Was brauchst du zum Glücklichsein? Das Meer. Das ist ja schon fast dasselbe wieder, ne? Gesundheit, nette Menschen um mich rum, ein gutes Glas Wein, ja. Vielleicht ein schönes Buch, gerne Wasser, ja. Passieren an Bord Dinge, die dich noch nachts bis in die Träume begleiten? Ja, unheimlich viele schöne Sachen, aber manchmal auch persönliche Schicksalsschläge. Mhm. Wir sind wie so eine kleine Gemeinschaft, nicht nur die Crew, sondern auch mit den Gästen. Und das schweißt eben genau auch zusammen, wenn mal irgendwas passiert, da zu sein. Und wenn das nicht wäre, dann wäre ich auch nicht mit dem Herzen dabei. Das stimmt. Wie viele Kilometer Schritte am Tag bist du unterwegs? So 10 Kilometer mindestens. Okay. Also es wird sich wahrscheinlich jetzt nochmal um 2 Kilometer steigern. Stimmt, weil es ist ja größer. Danke, liebe Heidi. Es war mir eine Freude und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück mit dem neuen Team auf AIDA Nova. Vielen Dank, Franzi. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir.